Okay, Haube zu. Eine Starthilfe genügt. Oben bleiben kann der Segler dann in aufsteigender Warmluft. Thermikfliegen heißt das. Wolf Hirt hat es entdeckt. Es funktioniert überall, über Manhattan genauso wie über Kirchheimteck. Ein ehemaliger Flugschüler von Wolf Hirt erinnert sich. Das war ein kalter Wintertag und wir waren da auf einem Platz, der heute bebaut ist. Das war damals noch Wiese. Und da habe ich etwas mitgeholfen. Ich war gerade 14 Jahre alt und dann kam plötzlich die Einladung. Ich durfte am Abend mal mitfliegen. Und das war mit Wolf Hirt. Das vergesse ich natürlich nie. Hat er Sie das spüren lassen, dass Sie ein Anfänger sind und er ein weltberühmter Flieger? Nein, ich glaube, es war ja gewohnt, dass er mit vielen Menschen flog, die das zum ersten Mal mitmachten. Und er hatte, glaube ich, genauso viel Spaß, mir das zu zeigen, wie ich Spaß hatte, dass ich das von ihm gezeigt bekam. Die Hirts, eine Familie von Draufgängern. Wolf Hirt fährt Motorradrennen, verliert ein Bein, wird Segelflieger und Konstrukteur. Seine legendärste Erfindung, die Minimoa mit dem charakteristischen Knickflügel. Die Vogelform verlieh dem Segler hervorragende Kursstabilität. 1935 gründet Wolf Hirt mit dem Fliegerkameraden Martin Schemp die Segelflugzeugfirma Schemp. Auch die ist im Prinzip noch die gleiche. Immer auf dem neuesten Stand, was Materialien und Konstruktion angeht. Handarbeit verbindet sich mit Hightech. Glas- und Kohlefaserkunststoffe haben längst Holz und Leinwand abgelöst. Nur 100 Maschinen bauen die Kirchheimer im Jahr. Aber ein Drittel aller Weltmeistertitel wurde auf Schemp-Hirt-Fliegern eingeheimst. Die Entwicklung im Segelflug verlief rasant. Die heutigen Hochleistungssegler kommen mit 100 Meter Höhe, doppelt so weit wie die alte Minimoa. Was Wolf Hirt wohl dazu sagen würde? Er war ja immer für neue Dinge und er hat ja auch sehr viele neue Dinge entwickelt in seiner Zeit. Wenn man die Geschichte des Segelflugs nachliest, gibt es ja fast gar nichts ohne Wolf Hirt. Und er hat immer neue Dinge gemacht und ich glaube, er wäre begeistert, wenn er heute in einem solchen Gerät sitzen könnte, so wie wir das heute tun. Wolf Hirt war eine Legende, auch als Segelfluglehrer, nie um einen Scherz verlegen. Mit eingebauter Kamera filmt er, wie er den Steuerknüppel über Bord wirft. So einfach ist Fliegen, will er seinen Schülern demonstrieren. Ganz einfach sogar, wenn man einen zweiten Knüppel in der Jackentasche hat. Die Nazis steckten Wolf Hirt in die Uniform. Nach dem Krieg muss er Wohnwagen bauen. Das Fliegen haben die Alliierten verboten.